Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind im letzten Part stehen geblieben und haben sogar noch einen Wächter noch gesehen, bemerkt. Naja, dass er halt noch aktiv war und holy shit. Wir sind leider gestorben, hätten gedacht, wir könnten es doch irgendwie überleben, aber irgendwie war es nicht so. Aber kurz gesagt, ich werde es so machen, dass wir so langsam auf den Weg zu Hateno gehen. Aber trotzdem ab und zu noch ein bisschen was nebenbei erkunden. Aber sonst, Hauptziel wird dann erstmal Hateno sein. Das wird dann erstmal für die kommenden 1, 2 Parts oder 3 Parts oder so dann erstmal ein bisschen dauern. Aber wir sind hier in der Hateno-Festung. Und ich höre schon Windrad. Ob das schon irgendwo oben sein könnte? Vielleicht ist es auch irgendwo tief jetzt hier im Wald. Kann ja auch sein. Hier ist sogar noch ein Charakter. Irgendein Reisender oder so. Je nachdem. Na, den könnten wir ja mal ansprechen. Ja. Oh, hallo. Mein Name ist Britus. Bist du auch hier, um die Hateno-Festung zu besichtigen? Ja. Ja, es lohnt sich wirklich, hierher zu kommen. Die Hateno-Festung war Hatenos letzte Verteidigungslinie gegen die große Verehrung. Ich finde, jeder sollte sie einmal im Leben besucht haben. Ja, das finde ich auch. Hier vielleicht an unserem Stein könnte auch noch was sein. Okay, dann doch nicht. Vielleicht ist er ja doch irgendwie... Ah, na okay, der ist doch irgendwo da oben. Ja, bleib hier, Pferd, ne? Also. Ah, es regnet gerade. Das ist irgendwie nicht so gut. Warte, wir könnten auch kurz warten. Oder versuchen irgendwie so. Nee, das wird nichts. Es ist nicht genau eben, deswegen. Aber hier sind sogar 3 von diesen Ausdauerhonig. Das ist ja wunderschön. Eigentlich müsste es jetzt gleich aufhören zu regnen. Ah, perfekt. Jetzt klettern wir aber hoch. Aber vielleicht ist das nur so einer wieder, der nur nachts kommt. Na okay, wir haben jetzt ungefähr abends, also müsste das jetzt sogar passen, fände ich. So, und jetzt? Doch nicht, oder was? Na gut, dann halt nicht. Aber ich werde den schon mal irgendwie markieren. Nein, falsche Taste. Da ungefähr. Gut. Könnt ihr trotzdem irgendwie versuchen, um die andere Seite zu gelangen. Vielleicht könnte ja auch noch irgendwas sein. Nutzen wir mal kurz das Magnetmodul. Nicht irgendeine Schatzkiste. Oder ähnliches. Eventuell, vielleicht. Doch nicht. Aber so wie es aussieht, dann irgendwie doch nicht. Ah, oder? Wobei. Ich sehe unten was. Ein Stein. Aber da könnte dafür ein Krog sein, definitiv. Aber da oben habe ich gerade so ein bisschen Material gesehen. Das könnten wir ja gerne mal aufbrechen. Und die müssen jetzt auch noch gerade nerven, ne? Mein Gott. Gut. Kurz einen Prozess gemacht. Und was Schönes drinne. Ein Saphir und ein Bernstein, cool. Hier wird das übliche Zeugs von den Boglins. Oh cool, da war sogar noch was Gutes dabei. Hier scheint bestimmt ein Krog zu sein, weil ist ja nicht ohnehin so ein Metalltür oder so ähnliches. Mit dem Magnet geht das so wie... Ach so, das geht auch mit dem Magnet? Okay, wir hätten es auch da setzen können oder so und dann halt auch draufschlagen können. Aber machen wir es so. Ist besser. Und ein Krog kommt hervor. Perfekt. Somit haben wir erstmal 6 Stück fürs erste. Perfekt. Okay, die können wir ja jetzt wegschmeißen. Den brauchen wir ja nicht. Gut. Wo ist jetzt unser Pferd hin? Auf der Karte kann ich es versehen, aber hier ist manchmal ein bisschen schwer zu erkennen. Was ist denn das hier? Irgendeine Schnecke, glaube ich, ne? Eine Schleichschnecke. Füllt ein Herz auf. Süßwasserschnecke mit großem Spiralgehäuse, die nachts wie ein Glühwürmchen leuchtet. Als Kochzutat
schärft sie die Sinne, sodass man sich lautlos fortbewegen kann. Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, würde ich jetzt mal so sagen. Perfekt. Gut. Hier ist aber hier Versprecher. Hier könnten wir sogar wieder was kochen, aber für den Anfang, na, so viel bringt es halt nicht, ne? Bringt nicht so viel leider. Deswegen bräuchten wir ein kleines bisschen mehr für den Anfang. Ich hätte meine Splatoon-Amiibos wieder registrieren sollen. Damit wir wieder etwas bekommen würden. Ja, das mache ich dann danach, das mache ich jetzt nicht so. Gut. Dann holen wir uns erstmal die drei Ausdauerhonige. Honige. Irgendwie. Naja. Deutsch verkackt gerade. Perfekt. Na, greif den an. Ah, die kommt sogar noch hierher. Machen wir's so. Okay, die werden immer wieder angreifen. Ja, komm, jetzt geht weg, Mann. Junge. Verbiest euch. Meine Güte, Junge. So, da holen wir uns schon mal unseren ersten Ausdauerhonig. Die anderen zwei folgen sogleich. Kann man den auch wegstarten? Tatsache. Ja, ist ja gut. Geht mir nicht auf die Nerven hier, ihr Drecksbienen. Gehen ja übelst auf die Nerven. Die ziehen zwar, glaube ich, nur ein Viertel Herz oder so ab. Achso, der ist jetzt schon abgebrochen. Na, verdammt. Ja, dann benutzen wir schon den zweiten dafür. Ja, komm. Holzbindel. Ist der erste, oder so? Nee, wir haben schon sechs Stück davon. Na gut, den nehme ich jetzt nicht mit. Willst du oder Rüstung legen wir da dabei? Ah, hier war es wieder ein Sportling. Na, verdammt. Perfekt. Das müsste jetzt der dritte, glaube ich, sein. Ja, das war jetzt sogar der dritte. Ach, passt doch wunderbar. Dann können wir ja weitermachen. Ja, den Krug hätte ich irgendwie geholt, aber irgendwie scheint der. Nur keine Ahnung. Aber nur unter bestimmter Uhrzeit. Manchmal tags, manchmal erst irgendwie abends. Aber. Jetzt kommt so ein Schleim. Also ganz spontan nach unten. Ich möchte mal hier in dieses Haus mal rein, aber ich will mir ja erstmal ein paar Äpfel gönnen. Äpfel sind schön. Ich weiß nur so drumherum, will mir jetzt nicht so die große Mühe machen. Ah, schaut man noch rein? Ne, so wie es aussieht, nicht. Gut, da haben wir hier für den Anfang erstmal gute 10 Äpfel. Sparen wir uns irgendwann zusammen. Wenn wir dann so über 100 haben, dann können wir die ruhig mal alle hintereinander essen. Aber gerne gehen wir erstmal hier in dieses Gebäude rein. Und dieses billige Ding. Der passt schon so. Das ist ein Kalib. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht, durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Das heißt wohl, irgendwo da drüben müsste das sein. Was machst du denn? Wer bist du denn? Ah, du hast sicher eine Frage zur Archäologie. Deswegen wendest du dich an Kalib, Koryphäe der antiken Forschung. Was? Du hast keine Ahnung, wovon ich rede? Und wer ich überhaupt bin? Ich bin Kalib. Ich habe mein Leben der Forschung von antiken Schreinen gewidmet. Ich bevorzuge allerdings Magister Kalib oder auch nur Magister. So nennen mich die meisten. Oder sollten sie zumindest. Wie dem auch sei. Ich bin gerade mit dem Entziffern dieser alten Inschrift beschäftigt. Da habe ich keine Zeit für Laiengespräche. Alte Inschriften? Lange Jahre erforsche ich dieses Thema schon. Das könnte die Entdeckung des Jahrhunderts werden. Daher muss ich ständig auf der Hut vor
Thesendieben sein, die sich meiner Arbeiten bemächtigen könnten. Nicht einmal meiner Familie kann ich von diesen Forschungen erzählen, verstehst du? Ach bitte, Magister, komm, mach was raus. Magister. Ha. Hast du mich gerade Magister genannt? Nicht einfach nur Kaleb, sondern Magister? Und es klang auch noch so ehrlich gemeint. Tja, da kannst du mal schauen. Nun, so viel intellektuellen Eifer sollte man natürlich belohnen. Gut, dann gebe ich dir ganz unter uns einen Einblick. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht. Durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Das ist die Schrift, die ich zu entschlüsseln versuche. Na, siehst du jetzt ein, dass diese Arbeit den Horizont eines Laien gänzlich übersteigt? Nun weißt du, was ein wahrer Magister leistet. Tagsüber Schrein ausgraben und nachts solche Kopfnüsse knacken. Ich sollte mich nun wirklich wieder meiner Arbeit widmen. Setzen wir das Gespräch ein andermal fort. Ja. Klar, gerne. Ah, eine erste Scheinaufgabe. Die verfluchte Statue. Ach ja, okay, wird das nochmal alles gut beschrieben. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht. Durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Von diesem Lied hat er der Selten. Nee, sorry. Von diesem Lied hat dir der selbsternannte Archäologe Kaleb erzählt. Löse das Rätsel der alten Verse und damit auch das Siegel der Prüfung. So, das ist ja genau. Muss ich ja nicht genau aktivieren. Dann ist dieses Podest wahrscheinlich auch in der Nähe. Würde ich jetzt mal so sagen. Warte mal. Überlegen will ich jetzt schon. Also jetzt genau will ich jetzt nicht machen, weil machen wir dann auf jeden Fall etwas später. Aber ich will es nochmal ein bisschen überlegen. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht. Durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Nein! Sorry, sorry, sorry. Mann, kommt mal davon, wenn man sein Mikrofon ein bisschen billig hinstellt, aber irgendwie muss ich es ja hinstellen. Verdammt. Sonst passiert mir das immer vor der Aufnahme. Na egal. Von diesem Lied hat dir der selbsternannte Archäologe Keller erzählt, das Rätsel. Er strahlt die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht. Durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Also spontan hast du mal keine Ahnung. Wie gesagt, machen wir auf jeden Fall ein anderes Mal. Ich brauche ein bisschen Wild, alte Ziege. Könntest du dich bitte opfern? Wäre nett von dir. Ich brauche Wild. Naja, wobei, ich habe 24 Stück davon. Naja, je mehr, desto besser. Und die Ecke müsste ich mal ein kleines bisschen erkunden. Also ich hätte gedacht, das wäre jetzt irgendwie eine Holzschatzkiste oder so, aber es sah dann doch nicht so aus. Na gut. Holzpfeil, Eiche und Rüstling. Aber hier. Na okay, dann wieder so ein blauer Schleim. Gut. Könnte hier vielleicht irgendeine Schatztruhe drin sein? Okay, gut, leider nicht. Aber ein Versuch war es ja wert. Aber bestimmt da oben. Irgendwas. Ah, hier haben wir sogar noch was zu aussprechen. Das machen wir gleich. Ist ja wunderschön. Klettern wir erstmal da hoch. Und mal schauen. Jetzt geht ein kleines bisschen schneller. Ein bisschen. Komm. Fertig. Ah, war klar, dass eine drin ist. Und ein Eisenhammer. Ja, ganz okay sogar. Wunderschön. Wunderschön. Hier haben wir sogar noch ein bisschen Erzkram-Zeugs. Und noch was dabei. Können wir gleich aufbrechen. Na komm. Steinsalz. Okay. Wie kommen wir da jetzt so richtig ran? Irgendwie müssen wir es ja auch bekommen.
Ja, Vorsicht. Uah. Okay, gut. Steinsalz, Bernstein. Okay, ganz okay bis jetzt. Wo waren jetzt hier die Stelle? Hier. Den Sportling, den können wir ja gerne mitnehmen. Sprengen wir das erstmal hier auf. Irgendwas. Zwei Schatztruhen sogar gleich. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, gut. Einmal ein Opal und noch ein Tierschild. Reicht das nicht? Komm, das ist ja voll Idiot, ne? Na komm. Damit hat er es auch noch zerbrochen. Wunderschön, hast du fein gemacht. Ja, was werden wir jetzt benutzen? Am besten. Na, erstmal den Kopfsammler. Oder wobei? Ne, den Eisenhammer. Den Eisenhammer. Gut. Was war jetzt hier? Was nehmen? Ach so. Ja, das ist jetzt so ein Rubin, das ist jetzt auch nicht so besonderes. Könnte hier noch irgendwas sein? Nee, irgendwie auch nicht. Ja. Reiten wir erstmal weiter, geschwind. Wir sehen hier noch. Ich sehe noch ein Gegnerterritorium. Aber ist noch ein weiterer Reisender? Oder ein Typ? Ich will den ansprechen, du sollst doch nicht. Hallo? Was ist denn los mit dir? Bist du heute nicht so gut gelaunt oder was? Jetzt. Sei gegrüßt, junger Wanderer. Ich bin Belis, der Schatzjäger. Sicher hast du bereits von mir gehört. Nein? Geh von hier aus nach Westen und du erreichst die Hateno-Festung. Da waren wir gerade. Hm, was noch? Nee, weiter kann ich dir nichts sagen. Hey du! Bist du an Wächterteilen interessiert? Ich bin interessiert. Was gefällt dir hier von am besten? What? Hätte ich passende Kohle, hätte ich alles abverkauft, aber sorry. I have not money in the tash. Kann ich noch was anderes? Nee. So viel verkaufe ich jetzt eigentlich auch nicht, oder? Naja, wobei, die 5 Opale, Bernstein, 2 Saphire und noch irgendwas. Na, komm, mal das schnell. Hätte man wenigstens etwas. So, wo war noch was? Hier. Bernsteine. Einfach alles weg. Wir brauchen hier. Wir brauchen die Kohle. Ja. Haben wir schon mal fast 1000 Rubine für den Anfang. Passt. Danke dafür. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was in der Tasche. Perfekt. Ja, ich würde mich gerne anschleichen, aber irgendwie. Warte mal. Gut ausrüsten. Pfeile, na, können sich sehen lassen. Also sollst schon da hochklettern, Link. Oder kannst du es nicht? Es wird gleich Stress geben. Ich ahne Böses. Wobei, wenn ich schnell mache und der wird mich so oder so erkennen, werde ich schon mal die Feuerpfeile zücken. Fuck. Okay, oh. Was war ein Headshot? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, ich mach's schnell. Firefighter. Nein, nicht unbedingt genau schnell, sondern. Hol dir die 5 Holzpfeile, Link. Du schaffst das. Okay, der eine will mich gleich erkennen, also. Explosion. Der eine ist schon komplett tot. Das ist perfekt. Ha, nur noch er lebt noch. Da kannst du dein Horn benutzen, wie du willst. Es existiert keiner mehr. Und du gleich auch nicht mehr. Oh, verdammt. War das peinlich. Und tschüss, Mann. Perfekt. Und die Monstertruhe öffnet sich. Hoffentlich auch was Gutes drin. Wie gesagt, manchmal ist was Gutes drin, manchmal aber auch nicht.
Ein Rösteichel, im offenen Feuer gerösteter Eicheln, deren Süße und Aroma sich voll entfaltet haben. Ja, so schaut's aus. Lass mal am besten hoch, weil manchmal ist oben auch irgendwas drauf. Aber scheint nicht so der Fall zu sein. Gönnen wir uns nochmal das Grillbild. Und gehen jetzt zur Monstertruhe. Ein weiterer Opal. Ja, ganz gut eigentlich sogar. Bin mal gespannt, wo der Turm ist. Bis jetzt habe ich den noch gar nicht gesehen. Okay, bei den letzten 1, 2 Parts oder so, glaube ich, von Weiten. Aber so genau bin ich mir jetzt nicht so sicher. Na gut, dann gehen wir wieder zu unserem Pferd zurück, würde ich sagen. Denken wir schon hin. Hier vielleicht noch irgendwas? Hier wahrscheinlich nicht. Dem haben wir, glaube ich, sogar gesprochen. Ja, es war ja davon gerade eben. Na, am besten fast jeden Stein hier mal hochheben. Könnte ja irgendwas drin sein. Unter anderem eventuell bei 900 Stück auch ein Krog. Naja, gut. Mal schauen, wo der Turm sein könnte. Ja, und dann erwarten Weide und Cut-Bereich zum Freischalten. Ah ne, ich weiß, wo der ist. Er ist ja sowieso in der Nähe von der Athena. Ach, ich sehe auch schon in der Nähe schon einen Schrein. Ey, warte, ich will mit dir reden. Aber du bist so schnell unterwegs, also... Ciao. Yay. Was ist mit dir? Was ist mit dir los? Ich will... Ja? Gegrillten Lachs? Was? Oh, okay. War mir irgendwie klar. Und außerdem... Das Leben des Helden. Und mal wieder ein Jäger am Start. Ach so, ich habe noch nicht mal was dabei. Ja. Schlägt mal den mit seiner eigenen Waffe. Komm. Perfekt. Noch einen weiteren Kopfsammler. Perfekt. Ein paar Rubine. Warum ziehen ja auch nochmal solche explosiven Fässer überhaupt? Feuerpfeile bringen ja hier jetzt auch nichts, ne? Okay, dann mache ich es anders. Gehe ich mal ein bisschen weiter zurück, weil die Explosion ist schon ziemlich groß. Werf einfach eine Bombe darunter. Okay, hat nicht so viel was gebracht. Und sei denn, oh, sind sogar ein paar Äpfel. Yay. Aber sonst gar nichts. Naja. Hat sich also doch nicht so sehr gelohnt. Na gut. Dann, warte mal, ich habe ja den Schrein gesehen. Wo war denn der jetzt hier? Der war doch jetzt hier irgendwo. Irgendwo in der Ferne. Hier. Das Fernglas will nicht noch ein bisschen weiter, damit ich's. Mann. Jetzt aber. Komm, genau. Hier ran. Und, ah, da ist es. Hätten wir mal umändern. So, perfekt. Damit wir es schon mal wissen. Okay, auch in der Ferne wissen wir das auf jeden Fall dann schon, aber nur zur Sicherheit. Aber wir müssen schon mal einen Stempel reinsetzen. Dann reiten wir mal wieder geschwind. Irgendwie auf nach Athenor. Ach, da ist auch schon der Turm. Also sehen wir bald in Athenor. Ach, das ist ja wunderschön. Das würde ich sagen. Machen wir, wenn ich den nächsten Part gebacken bekomme, diesen Turm hier für einen weiteren Kartenbereich, dann den Schrein. Und dann werden wir im nächsten Part, hoffe ich zumindest, dann in Athenor sein. Und da werde ich sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne mit einem Abo unterstützen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.